Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche euch und Ihnen allen ein frohes Osterfest 2020. Froh zu sein bedarf ist wenig und wer froh ist, ist ein König, so heißt es in einem bekannten deutschen Volkslied. In diesem Sinne wünsche ich euch und Ihnen viele frohe und schöne Momente, die Sie mit Ihrer Familie teilen, sei es vielleicht auch nur über eine Videobotschaft. Ich muss dieser Tage häufig an meine inzwischen leider verstorbenen Eltern denken, wie sie resilient und positiv ihr Leben gelebt haben, obwohl sie mit Kriegstraumata konfrontiert waren und Verlusten in ihrer engsten Familie. Ich denke mir dann, dass meine eigenen Herausforderungen in der Corona-Krise vielleicht etwas gelassener getragen werden müssen. Inzwischen bin ich mir sicher, dass auch unsere Generation in diesen Tagen historische Erlebnisse macht. Wir sollten dies auch bewusst wahrnehmen. Aus diesem Grund habe ich für meine 11. Klasse in Englisch auch den Auftrag gegeben, dass sie über die kommenden Wochen ein Tagebuch führen, ein Tagebuch zur Corona-Krise, um die objektiven historischen Entwicklungen zu verfolgen, aber auch ihr inneres Erleben dieser Krise wiederzuspiegeln. Die momentane Krise ist in diesem Sinne vielleicht auch eine Chance für ihre Familie, diese Ereignisse und das innere Erleben miteinander zu teilen und vielleicht sogar in einem Familientagebuch mit Zeitungsausschnitten, mit gegenseitigen Interviews festzuhalten. Ich hoffe auch sehr, dass diese Krise für uns als Schulgemeinschaft oder, wie ich häufig sage, als Schulfamilie einen solidarisierenden Effekt hat, dass wir zusammenwachsen als Gemeinschaft. Vielen Dank in diesem Zusammenhang für das viele menschliche Feedback, gerade in der letzten Woche. Mein persönliches Highlight war der Jourfix mit den Schülersprechern Serena und Omar. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen und euch allen ein eben frohes Osterfest 2020. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Frohe Ostern!